What is going on here? Breakfast! Ja, ja, guten Tag. Also, ich bin wieder zurück auf meinem Kanal. Ich bin nicht allein hier, das Wuku 4567810. Ja, Hallöchen. Und wir sind auf unserem Server. Und ich habe hier jetzt was zu zeigen. Wir haben hier schon lange gespielt, also das ist jetzt unsere Welt. Es ist schon wieder Nacht geworden. Können wir schnell schlafen? Ich bin auf der Baumbrücke. Ja, für die Zuschauer, diese diese Baumbrücke hier mit der Schiene, die darüber läuft, die ist eigentlich für nichts zu gebrauchen, aber man kommt damit hier rüber zu dieser Burg oder was auch immer das ist. Die ist nicht von uns, sondern von einem Kollegen von uns, aber der ist gerade nicht drauf, weil der Server war ein bisschen down und Hallo! Der war ein bisschen down, wir mussten mit Nitrado ein bisschen bla 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 und blumma bla machen und jetzt geht er wieder und ja, jetzt spielen wir hier ein bisschen. Ja, jetzt gibt's einfach ein bisschen zu zeigen, was wir hier so gebaut haben und wir. Außer die Brücke, die wir euch zeigen werden, ist hier nichts gecheatet. Okay, die Burg da oben ist zur Hälfte gecheatet, aber nicht von uns. So gut, ich möchte heute noch was zeigen. Ich möchte jetzt mal einen Himmel zeigen. Ich habe Shaders installiert, extra für euch. Und ich finde das wirklich schön hier. Richtig realistisch, vor allem mit der Dunkelheit und so. Die Schatten sind sehr schön geschmiedet. Geschmiedet, keine Ahnung. Okay, das ist unsere Kuhfarm. Irgendwie ziemlich krank, dass die alle so eng beieinander leben. Eines Tages wird hier rumgeschlachtet. Schon jetzt, okay. Ja. Aber du musst denken, immer füttern und so. Ja, so, hier ist jetzt, jemand hat hier das ganze Feld weggenommen. Ich weiß nicht mehr, wer das gewesen ist, aber ich werde es irgendwann wieder zurückpflanzen. So, jetzt können wir hier noch einige Paarungen machen. Hier ist meine Karottenfarm und so. Da wird alles gepflanzt und gebaut und gefickt und geschnitzelt. Ich stecke manchmal mein Glied in die Erde rein, damit die Pflanzen, also damit ich Samen reinpumpen kann. Das klingt ja schon mal sehr toll. Das klingt sehr toll. Ich weiß, dankeschön. Das ist jetzt halt unsere Farm, die ist manchmal befüllt. Und ich habe jetzt hier mit Shaders, ich muss jetzt nicht unbedingt mit Shaders spielen, das wäre ein wenig zu aufwendig. Ich habe jetzt nur 34 FPS, okay. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin hier. Ah, hier, okay. Dann gehen wir sonst weiter zur Brücke, oder hast du noch? Ja, nee, muss eigentlich nichts mehr zeigen. Was ich will aber sagen, ist schön mit Shaders zu spielen, aber zu arbeiten ist ein wenig schwierig, mal die Dunkelheit und so, das muss... Also wirklich Kontrast und bla bla bla. Das mag ich nicht. Also hier muss ich mal schauen, dass alles funktioniert und so. Ich kann jetzt das mal laufen lassen. So, zack. Und das Bild ist weggeschwemmt. So, jetzt kann ich wieder Shaders aktivieren und hoffe, dass es wirklich gut aussieht. Hier ist es ein wenig... Wow. Alles sieht noch geil. Ja, richtig sexy. Wow, 81 FPS und so. Okay, gut. Jetzt kann ich das jetzt alles mal in die... wieder einpflanzen. Das ist, glaube ich, genug. So. Hier so, zack, 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 zack. Ja, da sind einige Kartoffeln am Rand gegangen. Ich habe heute ein spezielles Thema für euch vorbereitet. Und zwar fremde Beziehungen über Facebook. Ich weiß nicht. Ich will auch hier nichts kaputt machen oder so, aber... Ich sage nur, dass es eigentlich Schrott ist, okay? Weil man kann parallel, wenn man so Beziehung hat, eine Beziehung führt, kann man noch sagen, ja, ich gehe nicht fremd und so, und dabei macht man das. Und das kann man ja nicht sehen, weil man diese Person nicht persönlich kennt. Und jetzt habe ich auf Facebook so jemanden bekommen, der das Gefühl, also die das Gefühl hat, ja, ich schreibe mich mal an, ich schreibe ihn mal an. Ist ja erst in erster Blick nichts Besonderes. Aber später wird es immer intimer und immer verrückter und ich denke einfach nur, ich brauche Abstand. So. Penis. Jawohl, ist ja schon mal eine super Sache, oder? Ja, ist so. Ne, ich finde es wirklich komisch, meine. Ich frage da viele Vietnamesen an auf Facebook. Das ist einfach lustig, okay? Auch wenn das eigentlich wenig Sinn macht. Ich kenne die nicht alle, aber
Trotzdem, ich mach dann wenig so Wert Friends auf Facebook haben. Ist voll verständlich eigentlich. Ja, und eben dann kommt einfach so eine Person und sagt, ja, wegen, ich bin auf der Suche nach Vietnamesen und so. Aus dem Osmanischen Reich. Ja, das Osmanische Reich besteht auch immer noch. Ja, ist gar nicht 100 Jahre her. Nein, überhaupt nicht. Voll zeitig und alles. Der Holocaust war nie... Du, Chin, kannst du mal kommen? Was ist das hier auf dem See? Ich habe ja irgendwas gefunden. Von wem ist das? Ja! Wo? Komm zur Brücke. Die Ultrabrücke? Ja, zur Ultrabrücke. Ja, das ist also die Ultrabrücke. Die habe ich gebaut, aber im Creative-Modus. Auf die bin ich ein bisschen stolz. Die Cheaterbrücke? Ja, die Cheaterbrücke. Oh, scheiße. Ich mache, dass du dich schlecht fühlst über diese Tage. Oh ja, das sollte eigentlich so, so ein Dingshaus sein. Aber ich bin nie dazu gekommen, das fertig zu machen, da unser Server einfach abgeschmiert ist. Ach so, das warst du. Was soll das werden? Etwas Ähnliches, wie ich da gebaut habe, oder? Ja. Ja, gut. Also, boah, schaut euch einen Shader an. Okay, du siehst es nicht, aber ich sehe es. Ja, ich habe auch einen Shader drin. Ich habe den 2S Ultra drin. Der wow. Ist richtig sexy. Ja! Übrigens, der ganze See hier war alles mal Hügellandschaft und kein bisschen Wasser, bis ich gekommen bin mit Creative Modus und World Edit und hier einen riesen See hingebaut habe. Der geht bis da hinten und Penis. Wow. Ich geh jetzt mal über die Brücke. Hast du mal früher Teletubbies geschaut? Ja, hab ich. Kennst du diese Folge, als das Wasser raufging auf einmal bei einer Hügellandschaft? Also da kam auf einmal ein Boot. Dieses Gefühl habe ich jetzt. Da kann man ja, was. Ja, kann man sagen. Moment. Das ist so schön, ich mache hier Bahn wegen dem Shader. Ich muss schnell die Wolken ausmachen. Ich hab ins Wasser gepinkelt. Nein. Sorry, ja. Okay, schlag mich halt. So, nein. So, Clouds off. Ja, wunderschöne Wolken. Ja. So, geh mal über meine stolze, hässliche, schöne Brücke, die sehr lang ist. Ja! Ja, mit der Betonung auf lang. Sieht so cool aus. Ja, hier seht ihr die eine Seite. Ja, das da hinten soll eine Bank sein. Da habe ich ein bisschen Zuckerrohr hingetan. Ihr seht's, dort ist abgehackt und dort habe ich mit dem Meer oder was auch immer da hinten ist verbunden, dort wo das Wasser weitergeht. Der Grund, warum hier Tiere sind, ja, hier war ja Land und hier spawnen trotzdem noch Tiere, auch wenn hier jetzt Wasser ist. Ja, ist ziemlich lustig. Hier spawnen eigentlich nur Schafe drin, deshalb habe ich den See auch Schafsee genannt, also ja, ist ja logisch. Wow, das sieht wie Zuckerwatte im Wasser, aber die lösen sich auf. Schade. So eine fette Kuh. Ah, ich habe Schütze. Fette Kuh. Ja, und hier wollte ich so ein kleines Dorf, Stadt, eine. Ja, eigentlich eine Stadt, ja. Und das ist nur so ein Wärterhäuschen für, falls man hier runterfällt, dann kann man so. Ich bin runtergefallen von der Brücke. Ah, hier kann man rauf. Lieber Herr Wärter, hilf mir. Nein, geh die Treppe rauf. Wow, der hat so Glubschaugen, Alter. Hey! Ja, isst du das Fleisch? Okay. Isst du Lammfleisch? Mach du Döner daraus. Ja. Schicke Döner. Soll ich die Kuh aus der Brücke schubsen? Schubs! Oh. Who can say? Ich dachte, ins Wasser ist es total auf den Boden gelandet. Hand. Ich hab sie getötet. Machst du bitte Burger? Burger? Wenn es ging in Minecraft, würde ich einen Burgerladen eröffnen. Ja, also auch so ein Flammenburger wegen der EM. Habt ihr auch bei euch so ein Franken oder ein Euro Burger wie wir? Das ist richtig lustig und richtig nutzlos für uns, weil wir gehen nicht in den McRonald's. Das war keine Schleichwerbung, weil Ja. Ich habe extra McRonald gesagt, damit es eben keine Schlagwerbung ist. Ja. Hi. Sein, sonst hätte ich hier Markierung für, wenn du ein Video hochlädst, dann kannst du hier so anhaken für, da drin ist Product Placement. Ja, das weiß ich schon. Genau.
Wieso? Das sind sogar Hühner. Das sind sogar Hühner. Das ist Hühnersee. Und dort ist. Lol, Schäfchensee. Wow. Was will ich sagen? Ich will etwas gerne loswerden. Und zwar, ja, weiterhin zu dieser Person dort. Nee, ich check das nicht, okay? Ich habe einfach so eine Anfrage bekommen und bekomme einfach jetzt so komische Message. Und bezüglich noch heiraten und so. Sind wir nicht so weit, ich meine. What? Ich bin erst 5 im Kopf. Ich bin erst 5 im Kopf. Ich bin sogar erst 4. Ja. Ja, hier ist doch das Schild, der Schafsee. Wow. Oh, schon wieder dort. Du bist ein Schwein, du gehst hier nicht hin. Hihihihi. So. Tut mir leid. Ich, noch mehr Schweine. Schweine. Ah, warte mal. Warte mal. Ja, es funktioniert noch. Feuere mich. Wow. Wow. Das warte. Sieht so geil aus mit Shaders und so, das ist wirklich warte mal. Ich könnte einen Boden ablecken. Warte mal. Ja? So, jetzt geht's wieder. Wuhu. Ich will auch mal so raufliegen und explodieren. Also du wolltest noch was erzählen, oder? Ich hab dich dabei gestört. Ich sag euch einfach was. Online-Relationships sind einfach scheiße, okay? Ja, okay. Die funktionieren nicht. Da bin ich voll. Wow, Zivin, Alter. Jetzt Wasser, geh ins Wasser. Scheiße, da ist kein Wasser. Da ist Pipi. Irgendwo muss da Pipi. Ich muss auf dich pinkeln. Da ist ja, Pipi. Wasser. Ist Pipi. Ja, Wasser. Nein. Oh. Boah, geschafft mit 2 Herzen. Das ist gewesen. Total ins Pipi. Ja, stimmt. Der hat ja hier so ein paar Fallen aufgestellt. Die Fallen sind los. Ah, da sind wahrscheinlich so Skeletons reingegangen. Ja, das kann sein. Es ist wieder dunkel, lol. War es doch nicht gerade dunkel? Ich bin doch so behindert. Selbe Fall. Oh shit, okay, du musst jetzt ins Pipi, schnell ins Pipi. Ich hab doch diese Sachen nicht. Who can say? Ich bin schon ein bisschen ein Depp. Ich gehe da wieder rein, wo ich schon vorhin reingegangen bin. Ja, das ist wie, du bist in der Küche. Und du fasst die heiße Herdplatte an und sagst so, au, fuck, das werde ich nie mehr tun. Und dann eine Sekunde später, hey, was ist das? Au, wow, das werde ich nie wieder tun. Hey, was ist das? Au, wow. Etwas so bin ich ja, mir gerade vorgekommen. So. Ja. Etwa so. Ja, können wir die Lava nicht ein bisschen entfernen oder so? Ein bisschen entfernen tue ich die gerade. Ja, super, mit Wolle. So macht man das. Ja, wieso nicht? Ich meine, ich bin naturfreundlich mit Wollblöcke. Hier. Ja gut, so. Ich habe auch nur Holz. Die Erde brennt sogar. So viel Logik auf einmal. Also, das hier, ich probiere es gerade. Ah, oh, oh, Asiate, brennen! Asiate, brennen! Alles klar. Ich brenne! Aber ich spüre keinen Schmerz, das ist nur ein Spiel. Oh, oh! Oh, shit! Junge, der hat hier noch alle Halbes Pfeile drin. Herz. Der hat hier noch alle Pfeile drin. Das ist alles gecheatet. Das glaube ich ja nicht. Junge, das ist alles gecheatet. Ja, ich hasse so Leute. Also wir hatten eigentlich noch eine andere Welt. Da war extra creative und alles. Und die haben wir nur gemacht, damit man eben auch eine Survival-Welt hat. Aber jetzt kommt der Haken dabei. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich schon Survival machen hier, aber ja, ist mir jetzt egal, ich mache hier trotzdem Creative, ich bin scheiße. Nein, Spaß. Das ist nicht ein Haken, das ist ein Hakenkreuz gewesen. Aber das, leider gibt es ja viele Leute, What? Die... Okay. Sollten wir die Folge kaputt machen? Nein, wir schneiden es einfach. Ja, ich würde sagen, bis nach dem Schnitt. Okay, wir setzen einfach mal fort. Ja, okay, der Chin und Alex Binnie-Server, wie ihr seht, ja, das ist unser, ja. Das Beste ist, ich habe gerade den Titel gelesen von unserem Server. Der liebe Wuku456, darf ich deinen echten Namen erwähnen, weil du den schon erwähnt hast? Ja, darfst du schon. Ja, Alex hat hier, also unser Server, Chin und Alex Penis Server genannt. Das ist sehr schön. Das klingt so wie eine Wurstparty. Ja, mit Betonung auf Wurst.
Und ich weiß nicht, warum der Server vorhin abgeschmiert ist. Also wir haben jetzt geschnitten gerade, weil ja eben Absturz und ja. Your genitals. Show me your genitals. Your genitals. Okay, ja, jetzt müssen wir eigentlich spezielle Dinge zeigen, sonst wird diese Folge zu langweilig. Ich zeige euch was Spezielles. Hier, in diesem Schlitz da, von diesem Turm, ist nichts. Genau, es ist überhaupt nichts. Es ist eigentlich Suizid, wenn man hier runterspringt. Wenn man das so bedenkt, ich habe hier jetzt noch das da, Shade of Light. Das sieht aus jetzt wie so eine YouTube-Kamera, so ein Flowing Cam mit Fischauge. Das sieht wirklich interessant aus. Hier alles so gebogen, aber dabei muss man ein wenig kotzen, wenn das jetzt... Das sieht richtig geil aus. Für eine Sekunde, ich meine, später muss man irgendwie noch Regenbogen kotzen, aber ja. Ich habe noch hier was Spezielles für euch zu sehen. Einmal Soy's Light. So, ich gehe mal in diesem Haus rein. Teleportiere dich mal schnell zu mir. Aha, ja, warte, ich bin hier. Bei der Zuckerrohrfarm, weißt du, die große hinten, die wir kopiert hatten und eingefügt, weil vorne C und so. Alter, der Zombie. Ist so ein Scherz. Ich komm gleich, Moment. Oh, verdammt. Bergauf. Komm schnell zu mir. Das sieht so übertrieben geil aus. Jetzt bräuchte ich Auto-Jump wie in 1.10, aber 1.8 ist besser. Hehehe. Wir haben zwar keine Polarbären, aber juckt uns nicht. So, hey, kommst du zu mir, zu der Cheetah-Brücke, also... Achso, die Cheetah-Brücke, ja, da kann ich auch schnell hinlaufen. Yay, Selbstmord vom Berg. Nein. What? Wow. Wow, Zombie. Okay, er ist weg, okay. Ich bin voll allein, ich mach in die Hose, ich mach wieder ins Meer. Das ist wirklich cool, ich meine, stell dir vor, ihr geht zum Meer, jetzt steht's am Strand, ihr müsst pissen und nachher geht ihr ins Meer, pisst und steht wieder auf und kommt so. Also, bei mir ist nie auffällig gewesen, ich hab so nein, warte, ich muss mal zurückdenken. Ich war in Vietnam gewesen, da war meine Cousine dabei, komm mal mit. Da habe ich so ins Wasser gepinkelt und da war ich total, bin am Abkratzen gewesen. Das war noch früher gewesen. Ich bin total weggefegt vor Lachen. Und die fragte sich, hey, wieso lacht der, als er ins Wasser gegangen ist? Sie hat's gemerkt, ich habe ins Wasser gepisst. Super. Aber wieso nicht? Ich meine, das Meer ist sowieso schon so oder so salzig. Ich weiß nicht, ob Pisse auch salzig ist, aber... Und verdreckt, ja. Okay, gut. Das hier... Oh. Erstmal, der da muss sterben. Du stirbst. Stirbst mal. Okay, gut. So. Hast mich auch ein wenig gemetzelt. So, hier. Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Das ist ein wenig kompliziert. Hier hinten nicht. Hier. Das ist eine Bank. Okay, eine Bank. Eine Bank. Okay. Da denkt man sich, ja, okay. Das ist halt eine Bank. Aber was da drin ist, das haben wir jetzt alles ausgeführt und weg. Lol. Ja, okay, es brennt und ich glaube Bankanbruch oder was? Ja, ist das noch von uns oder? Ja. Ah ja, das was wir vernichtet haben. Ich will das sagen, der Typ hat eben gesagt, ja, wir brauchen eine Bank und ich dachte so, also beim Wuku, Alex, ja. So es einverstanden gewesen mit der Bank. Aber schlussendlich stellte sich heraus, dass das keine Bank ist, sondern nur gecheatetes Zeugs. Alles gecheatet. Ohne Scheiß, das ist über... Ah, verdammt. So, hier nochmal Mechanismus in Gang setzen. Ich mach das einfach kaputt, damit das verschwindet. Ah, viel zu viel. Holy moly. Holy shit, Junge, das ist... Oh mein Gott. Keine Angst, ich schmeiß die Sachen nachher weg. Ich brauch hier Zünder. Viel zu viel. Oh, das ist Redstone. Oh mein Gott, das... Alter, schau dir das mal an. Holy. So. Schau mal hier rüber. Ist doch wunderschön, oder? Ja, jetzt werden die Sachen wieder entfernt. Ich habe hier Redstone gefunden. So übertrieben. Eben. Er hat gesagt, er wollte eine Bank. Wir dachten so, ja, vielleicht so eine Trading Bank. Man stellt seine Sachen hinein. Das ist auch die Sache eines
einer Bank sitzt. Ja, das war eigentlich abgemacht so. Das ist einfach, dass dort einfach alle Rohstoffe, besser gesagt, einfach die Mineralien, die wir, wie er, also sammelt. Einfach die, ja, die Diamanten, die Erze, dass das alle zusammen hier reinkommen, also die, die wir eigentlich in den Kisten hinten haben, bei uns im Haus und die bei ihm oder wem anders waren. Und nicht mehr, nur die. Und da kann man dort immer wechseln gehen zu einem bestimmten Kurs. Ja, man kann eigentlich, es ist mehr eine Tauschbörse für uns alle gewesen. Jetzt sind wir irgendwie nur zu zweit hier drauf, aber es kommen sicher auch noch wieder Leute hier rauf. Und eben, jetzt ist es so gewesen, der hat das irgendwie falsch verstanden und hat hier jetzt die ganzen Sachen gecheatet. Ich meine, in der Bank hat es immer einen Wert von der Umgebung, also das, was wir gesammelt haben, aber ja, jetzt... Ja. Ah ja, einfach mal schnell TNT, ja. Wieso nicht? Ja, okay. Wieso nicht? So. Geh, renn raus, Alter. Renn einfach. Ja, mit. Ist eine gute Idee. So, hier. Obwohl. Okay. Renn. Oh, scheiße, ich hab's gehört. Okay, alles klar. Das ist, ich habe nicht mal so viel TNT benutzt. Lol. Ah, das sieht aber schön aus. So, hier ein Loch. Mutter Naturs, Kreation. Ja. Also nicht mal Mutter Naturs. Das können wir dann zubauen. Sonst. Ist wieder Nachmittag. Timeset. Hast du noch TNT? Okay. Gut. Random so. Zahlen. So. Ja, das sieht wirklich schön aus. Also diese Let's Play-Folge finde ich schon ziemlich lang. Ich meine, wir zeigen nur unseren Penis. Ja, also ich würde sagen, sonst beenden wir für heute und ja, machen dann bei der nächsten Folge weiter. Das ist jetzt einfach so... Thema? Ja, genau. Weil wir bräuchten ein Thema. Also wir können jetzt nicht einfach wieder hier rumstehen und einfach... Okay, wir haben jetzt unsere Gegend gezeigt. Und ja, das war jetzt Mittel. Eben so wieder ein Anfang. Wir können ja hier auch so ein Let's Play Together weitermachen und ja... Ja, Penis. Ja, Penis. Ja, dann bis zur nächsten Penis. Folge. Tschüss! Ja.